Ich weiß ja nicht, ob's euch genauso geht. Ich bin ja immer noch völlig aus dem Häuschen. Outlets, Wahnsinn, String Interpolation, ein Traum. Ja gut, wir haben uns halt nur mit einem UI-Label beschäftigt. Wie wär's denn, wenn wir jetzt mal zu ersten Actions kommen? Ja, wie ruft der Regisseur immer Action und dann geht's los? Und das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Bestandteil von Apps. Wir müssen darauf reagieren, dass User irgendwas machen. Also machen wir uns doch mal einen Knopf und wenn wir ihn drücken, soll was passieren und dann haben wir unsere Action. Also dann geht's los. Wir erzeugen uns ein Projekt und ja, warum eigentlich nicht? UI-Button und ich häng gleich die Action hinten dran. Denn das müsste hier in unser Kapitel 3 noch passen und in ein recht kurzes Video auch. Wir gehen ins Storyboard und was ziehen wir? Nee, nur weil ich es fünfmal gemacht habe, kommt kein UI-Label mehr hin. Es kommt ein UI-Button daher. Also tippen wir doch mal in das Suchfeld BUT und schon grenzt es sich ein und wir haben in unserer Objektbibliothek den UI-Button. Da steht's auch schriftlich. Und so einen UI-Button, den nehmen wir uns jetzt mal her. Und den legen wir natürlich, so wie wir es gewohnt sind, auch daher 01616, dass er schön da oben sich herumtummelt am oberen Bildschirmrand. Und dann klicken wir ihn an und dann haben wir den Attributinspektor und dann sagen wir, das ist kein System-Button, sondern ein Custom-Button. Und dann nennen wir den Inhalt nicht Button, sondern es werde Licht, schreiben wir da mal hinein. Und weil weiß auf weiß immer ein schlechtes Kontrastverhältnis ist, machen wir halt den Text mal schwarz. Und dann seht ihr, dass das funktioniert. Und wir können natürlich auch hier einen Font vergeben, unseren Titel 1. Ja, dann haben wir einen ziemlich dicken Button. Und so sehen sie ja tatsächlich aus auf dem iPhone seit iOS 7. Eigentlich nicht mehr gewünscht, dass sie Rahmen haben, Farben haben oder so. Aber ja, erlaubt ist, was gefällt. Das sage ich auch dazu. Und einfach nur so ein Textbutton, ist nicht so unbedingt mein Fall. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die Kalender-App anschaue, die iOS so mitbringt, ob das jetzt noch so der letzte Schluss in Sachen Übersichtlichkeit und bedienbar ist, weiß ich nicht. Und ja, von der Music-App will ich gar nicht reden. Also, ich denke, Buttons dürfen auch Hintergründe und Farben und Schattierungen haben. Das werden wir uns dann eben auch mal anschauen müssen. Wichtig ist, dass es ein Button ist. Und jetzt kommt wieder unsere Magie. Outlets kennen wir ja schon. Ist ja ein alter Hut, ne? Zur Laufzeit einem Label einen Wert zuweisen. Das können wir ja schon seit dem letzten Video. Aber jetzt wollen wir mal eine Aktion verknüpfen, wenn wir diesen Button klicken. Und das heißt, wir brauchen den Assistant Editor und wir gehen auf unseren Button. Und genauso wie ich eben mit Control und Drag hier etwas gemacht habe von unserem Label aus, das war es das letzte Mal, kann ich das übrigens auch machen, indem ich das Element hier in diesem Document Outlet anklicke. Also wenn ihr mal Masken habt, Schirme habt, die kompliziert sind, wo viele Elemente sind, dann kann es schwierig sein, das Richtige zu finden, zu markieren, Drag und Drop in den Source Code. Macht's euch einfacher, klickt dann einfach hier auf diese Outlet View und von hier Control und Maus geht nämlich auch. So. Jetzt machen wir uns aber kein Outlet. Wäre natürlich machbar. Ein Button kann ja zur Laufzeit auch als Ergebnis einer Recherche irgendeinen Text bekommen. Und dementsprechend kann ein Button auch ein Outlet haben. Zur Laufzeit wird er gesetzt oder enabled oder disabled. Das geht natürlich nur über ein Outlet. Aber jetzt wollen wir uns mal einfachst mit einer Action beschäftigen. Und wir sagen dann hier, Lights on wäre die Action, die wir haben wollen. Und wir übergeben als Argument
in das, was jetzt gleich entstehen wird, nämlich eine Methode. Ach Leute, vergesst das, wir lassen das mal auf Any. Nur habe ich es schon gesagt, dann klicken wir auch UI-Button an. Ach, es gibt halt so viel zu erzählen, aber lassen wir es mal so. Und jetzt könnte man noch erklären, bei welchem Event soll es denn loslegen? Ihr seht, ihr könnt Buttons auch also Actions feuern, wenn Touch-Up outside ist oder Touch-Up inside, und das ist auch der Standard. Und um Himmels Willen, lasst den Standard, damit der User quasi den Button zur Laufzeit anklicken kann, und wenn er nicht will, dann zieht er seinen Finger heraus und lässt dann los. Ja, das ist gerade, wenn ihr so Anwendungen habt, wie alle Daten löschen, und da ist dann so ein Okay-Button und der User klickt drauf und denkt, will ich ja gar nicht, dann kann er ja noch rausziehen den Finger aus dem Button heraus, und wenn er dann loslässt, ist es ein Touch-Up-Outside, und das soll eben normalerweise nicht verwendet werden, um den Button zu triggern, so nennt man das auch, also die Aktion auszulösen. Bleibt mal schön auf Touch-Up-Inside, und ja, Argument, Sender, Leute, eins nach dem anderen, ich klicke erstmal hin, wir wollen ja nicht schon wieder so ein langes Video haben, aber was nun passiert ist, müssen wir halt auch beschreiben. Wir haben eine, ja, IB kennen wir schon, Interface-Bilder, brauche ich nichts mehr zu sagen, aber kein Outlet, sondern eine Action, eine Interface-Bilder-Action auf unsere Func, klingt wie Function, aber innerhalb einer Klasse reden wir eigentlich von Methoden. Ach Leute, es ist eh das Gleiche, mehr oder weniger. Lasst uns hier nicht päpstlicher sein als der Papst. Nennt's wie ihr wollt. Für mich ist es halt eine Methode. Also, die Methode heißt Lights On. So habe ich sie genannt. Und wir haben ein Argument. Das ist der Sender. Und das ist genau der Button, der gerade geklickt wurde, wo also der User Touch-Up Inside gemacht hat. Was das hier so genau ist mit diesen Argumenten, ja, dafür müssten wir ein bisschen mehr Swift-Verständnis haben. Das braucht uns im Moment noch nicht interessieren. Wichtig hier der geschweifte Block, der Block in den geschweiften Klammern. Ein geschweifter Block, nicht schlecht. Und da können wir jetzt also hineinschreiben, was passieren soll, wenn der Button geklickt wird. Ja, es werde Licht, wäre so vielleicht nicht ganz treffend. Das leuchtet ja schon unser iPhone. Der Bildschirmhintergrund ist weiß. Machen wir doch, wenn er geklickt wird, den Hintergrund mal orange. Und das wissen wir, unser View-Controller hat eine Property, die heißt View. Und die hätte sowas wie eine Background-Color. Und die können wir setzen auf eine Orange-Color. Und dann sollte das Ganze auch hoffentlich funktionieren. Wir lassen es mal ausführen, schauen uns das im Simulator an und sehen dann hier das, worauf ich eigentlich ja in diesem Video nur hinaus wollte. Neben den Outlets gibt's auch Actions. Hier ist unser Button und ich klicke drauf. Pada! Und es wurde Licht bzw. orange. Okay, also... ein Button ist eine tolle Sache. Kann ja viel mehr als jetzt nur ein Label und eine Action. Aber ne, eins nach dem anderen. Wie war das da in diesem Disney-Film? Es gibt mehr, als du siehst. Und da müssen wir uns eben langsam rantasten. Wichtig war mir eine IB-Action als weitere tolle Aktion aus dem Storyboard im Vergleich zum IB Outlet. Und wir haben jetzt schon so das wesentliche Rüstzeug zusammen. Wir können aus unserem Storyboard mit Elementen kommunizieren. Über das Outlet haben wir eine sogenannte Referenz darauf, können also unser Element zur Laufzeit irgendwie beeinflussen. Ja, unserem Label haben wir einen Text gesetzt zum Beispiel. Und sollte eine Aktion des Benutzers vorliegen zur Laufzeit, dann haben wir eben eine IB-Action, normalerweise eine Methode, die dann etwas tut, wenn eben ein bestimmtes Event eintritt, und hier geknüpft über Touch-Up-Inside, über Touch-Up-Inside, und das ist jetzt der Standard für einen Button. Ja, so, also Outlets und Actions. Wahnsinn! Und im nächsten Video machen wir noch ein Textfeld dazu und dann wollen wir doch mal gucken, ob uns unser iPhone nicht auch so langsam mal begrüßen kann.